Hallo und herzlich willkommen und danke, dass Sie uns Point Rouge besuchen. Heute zeige ich Ihnen einen eleganten, femininen Look. Einen Look, der Ihren Teint rosig strahlen lässt. Tragen Sie den Concealer auf die Wangenknochen, Nasenrücken und im inneren Augenwinkel auf. Der Concealer lässt leichte Unebenheiten und dunkle Schatten verschwinden. Das Make-up können Sie mit dem Finger oder einem Pinsel auftragen. Ich bevorzuge den Pinsel, damit das Make-up mit der Haut verschmilzt. Nun betone ich die Wangenknochen mit dem Creme Rouge von Yves Saint Laurent. Damit der Concealer, das Make-up und das Rouge da bleiben, wo sie hingehören, pudere ich das Gesicht ab. Das Puder von Clinique fixiert und lässt jede Haut strahlen, sei es trockene oder ölige Haut. Verwenden Sie den hellen Lidschatten für das ganze Augenlid. Um Ihre Augen einen tiefen Blick zu verleihen, geben Sie ein wenig dunklen Lidschatten auf den Pinsel und blenden diesen von der Lidfalte nach unten hin aus. Eyeliner betont das Auge. Lassen Sie den Eyeliner nach außen dünn auslaufen. Wichtig ist, dass der Eyeliner eng am Wimpernkranz aufgetragen wird. So können Sie Ihre Wimpern optisch verdichten. Die Mascara Volume Effet Fossil Shocking zaubert neuen Schwung in die Wimpern. Tragen Sie die Tusche sanft von Wimpernkranz an bis zur Spitze der Wimpern auf. Für einen dramatischen Look wiederholen Sie diesen Schritt. Für die Lippen empfehle ich Ihnen den Lipgloss von Shiseido in einem rosigen Ton. Wenn Ihnen die Farbe zu stark ist, verteilen Sie den Gloss mit den Fingern.